was werden. Yay! Ich bin als höchstes von uns. Yay! Schön, dass Party! Ich auch... Das schneide ich doch nicht raus. Hallihallöchen, Leute. Willkommen bei einer neuen Runde World of Tanks. Mal wieder nicht alleine, diesmal mit Drac und Sebi zusammen. Mit Sebik. Genau, und man sieht das Ganze nicht nur bei mir, man sieht das Ganze auch aus Dracs Sicht bei Drac auf dem Kanal. Genau, Link für 5 Minuten. In der Beschreibung. 5 Minuten, danach geht dein Video direkt wieder aus. Nein. Und Sebi ist so schlecht, der nimmt es gar nicht erst auf. Danach schaue ich mir es auf Sebis Sicht an, vermute ich. Ja, wir haben eine Runde, die ist bezaubernd. Also ich glaube nicht, dass ich hier 5 Minuten durchhalte. Da sind direkt mal die 3 niedrigsten Panzer überhaupt gematcht. Wir fahren gerade Tier 4er. Und jetzt musst du aber auch sagen, warum wir Tier 4 fahren. Weil Sebi nichts Besseres hat und Drac zur KV-1 kommen will. Da bietet sich das halt irgendwie an. Genau. Kann ich mich da hinstellen, wo Doc steht? Eigentlich muss ich nach vorne. Ja, auf der Stufe solltest du nicht zu weit nach vorne fahren. Steht zwar heavy drauf, aber du bist halt, fällt es zu dem, was da vorne so steht, nicht heavy. Kannst dich mit dir hinstellen von hier aus snipern. Das ist, glaube ich, die bessere Idee. Zumindest, wenn du überleben möchtest. Ja, na klar. Voll ins Frontblech. Ja, du hast halt keine Panzer. Du hast auch eine ziemlich kurze Kanone. Hast du da einen Howitzer drauf? Ich habe die stumme Kanone genommen, ja, weil die aus taktischer Sicht wohl besser ist. Ja, auf Stufe 4 geht das auch noch, das stimmt wohl, aber ich persönlich mag sie halt einfach nicht wirklich. Ich auch nicht, wirklich. Also spätestens auf Stufe 5 würde ich die gar nicht mehr nehmen. Und ich fahre mal zurück und mir die Hellcat da hinten angucken. Du willst dir die angucken? Ja, so sehr viel mehr werde ich wahrscheinlich nicht kommen. Nein, 2 Stufen über mir. Oh, das Nashorn macht auch mit, sehr schön. Why? Bei mir schlägt es gerade ein. Verdammt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Verdammt. Sag. Wie lange habe ich gebraucht? Moment. 1,5 Minuten. Gut. Nee, 2,5 Minuten. 1,5. Ja, und ich stand auch noch auf dem Berg. Ja, ja. Das ist halt das, wenn man Load hier in einem High-End-Gefecht spielt. Ja. Oh. Ich bin gegen Gebäude gefahren. Die habe ich hier von den Gegnern nicht viel gesehen. Ich glaube, ich habe was abgebröckelt. Ein DW2. Wo ist denn da ein DW2? Und so und schon sind wir beim Sebi in der Ansicht. Ich glaube, ich schließe mich bei Sebis Ansicht an. Finde ich übrigens ganz witzig, aber es ist auch nur, weil ich wie so ein feiges Kaninchen ganz hinten bin. Mhm, kenne ich irgendwoher. Ich kenne auch so einen Fahrstil. Vorsicht, da vorne ist eine KV-2. Yep. Nee, aber noch. Und ich habe nochmal Schaden gemacht. Und aus irgendeinem Grund will meine Tastatur meinen Panzer nicht mehr weiter bewegen. Oh Gott. Oh Gott. Oh da Gott. Vorne ist ein T-34-85. Ich halte mal drauf. Ich würde gerne, aber es ging gerade nicht. Ich konnte mich irgendwie nicht mehr bewegen. Okay, jetzt schließen wir uns Docs Ansicht an. Mhm. Oh, hey. Guck auch gern, Doc. Doc, Doc. Musst du meiner Verteidigung den Schaden, den ich habe, eingeschickt habe, angeben? Das war ein Stufe 6er Panzer mit Goldmunition, da konnte ich herzlich wenig gegen tun. Du hast einen Zaun kaputt gemacht, Doc. Ich habe noch schon viel mehr kaputt gemacht. Vor allem, als er gesagt hat, den Schaden, wo er hat, also... Ja, das war ein Treffer und danach war ich so weit runter. Naja, ich habe jetzt was anderes gemeint. Aber den PZ-4 oder? Okay, also der Schaden war schon Stufe 10er mit Goldmunition. Der Schaden ist von Natur aus, meinst du? Ja, wo ist er denn hin? Da ist er. Da ist das Nashörnchen. Genau. Oh Gott, bin ich wenig motiviert, mich mit dem anzulegen. Naja, schieß halt einfach mal hinten rein. Das werde ich auch nicht machen. Das Problem ist, dass unser Team das gerade ziemlich versemmelt, habe ich das Gefühl. Oh ja. Gut, das war schön von der Seite, aber glaubst gar nicht, wie froh, dass ich bin, dass die das versemmeln. Weil du das nicht als Tagessieg möchtest, sondern jetzt lieber direkt raus, um eine Runde mit einem anderen Panzer zu fahren? Du weißt doch, wie viel Panzer Sebi hat. Ja, Sebi hat auch noch 3er Panzer, die wir fahren können. El Puncto ist aber, man kann jetzt mal sehen, dass wir sowieso nur noch 3 Panzer haben und ich glaube, das kann man sich kurz antun, außer das sind voll die Feiglinge und die stehen irgendwo rum. Nein, der KV-1 legt sich gerade mit der KV-2 an und die T-34-85 spielt jetzt auch noch mit. Die S-35 steht ganz hinten und... Oh, und jetzt kommt noch eine KV-1 und ein 34-85. Ach, der spielt Schienenfahrzeug, jetzt verstehe ich's. Okay. Er ist einfach auf der Schiene hier lang, komm. Na, lass dich abschießen. Oh, ja, ein Treffer hat er schon eingesteckt. Schätze mal, du bist,
Ich schätze mal, du bist beim S35CA. Ja. Und tschüss. Ich war beim S35CA. Und ab zum Nashorn. Hat noch Sagen. Ja, genau. Don't kill. 4%. Aber sagt es mal der Hellcat. Okay. Oh oh. Da hat der Spruch zutroffen. Don't kill. Oh nee, der hat nicht ernsthaft daneben geschossen gerade, oder? Doch. Doch. Vollrohr. Was für ein Lappen. Ja, hätte er das getroffen, hätte er das ganze Spiel noch umdrehen können, eindeutig. Genau. Jo, ich bin nicht letzter. Ja, ihr habt beide quasi keine Erfahrung bekommen. Jetzt weißt du, warum ich gesagt habe, ich will nicht, dass dieser Panzer gewinnt. Ja, aber warum bist du nicht letzter? Wir sind doch beide letzter. Ja, aber du standst trotzdem unter mir. Ach, Quatsch. Geht doch nicht sowas. Die Leute haben sogar gesehen. Erzähl nicht so viel, wer lieber schneller den Panzer wieder aus, damit wir weiter können. Meinst du mich? Nein, ich meine ausnahmsweise jetzt Sebi. Der hat da nämlich recht lange gebraucht. Sonst muss ich dafür mal Drag anscheißen, dass er so lange braucht zum Panzer. Hatte da schon raufgedrückt. Aber ich bin noch höher gerankt, yes! Du wirst doch immer höher gerankt sein als wir, weil es danach einfach geht, was für Panzer du bist. Egal, wie gut der Spieler dabei ist. Ja, weil wenn es nach Spieler-Ranking gehen würde, dann müsste ich ganz oben stehen. Ja, gut, dass wir heute den Umgekehrtag haben. Das Witzige bei der ganzen Sache ist, dass Wargaming da auch eher zufällig einfach mal eine Sortierung festgelegt hat, nicht danach, welcher Panzer gut ist. Viele Leute heulen rum, wegen, oh, ich bin im Stufe 8 Panzer, in einem Stufe 8 Match, aber trotzdem stehen 5 Panzer über mir. Und das tun sie immer, unabhängig davon, ob du gut oder schlecht bist. Oder ob dein Panzer besser ist als die oder nicht. Kurze Absprache, links am Zug vorbei? Ich wollte links auf die Insel. Als TD, okay. Da fühle ich mich mit dem Kleinen hier am wohlsten. Na dann. An deiner Stelle würde ich da ungefähr hin, da kann man sich recht gut erstmal hinter einem Haus verstecken. Ja, da hatte ich eigentlich vor hinzufahren, aber da du jetzt gerade was von Insel palavert hattest. Ja, da musst du nicht mitkommen als DW. Nee, eigentlich würde ich gerne nach vorne. An die Front. Ja, das ist doch nach vorne dann. Das ist dann die Front. Während Drag scheinbar hinten am Cap stehen bleibt. Ja, ja, ich bin gerade verzückt, was wie viel FPS das ich habe. Ja. 18. Ich bin recht verzückt, dass ich, obwohl ich die Grafik mittlerweile hochgedreht habe, immer noch eine gute FPS-Zahl habe in solchen Aufnahmen. Also ich kann mich auch persönlich nicht beschweren. Mit sauberen 60 FPS. Ja, nee. Die lässt meine Aufnahme ja gar nicht zu. Ja, die habe ich auch auf 60 geblockt. Aber Sebi, ich würde an deiner Stelle dort nicht bei den Schienen bleiben, sondern wirklich dahin rüber. Da ist ein Haus, hinter dem du dich verstecken kannst und nicht ein offenes Ziel bist für alle. Okay. Und Drag, du bist auf einer Seite, wo du auch eher unpraktisch bist, weil da werden die TDs wahrscheinlich lange hinten stehen und snipern. Okay, ich würde an deiner Stelle eher lieber hier mit rüberkommen. Ah, ich habe eigentlich vorher gehofft, dass du irgendwas sagst zu mir, aber bin ich ja gewohnt, dass du mich ignorierst. Ich nicht daran, dass ich dich ignoriere, sondern liegt daran, dass du nichts gesagt hast, wo du vielleicht hin sollst. Und Ebi, ich würde an deiner Stelle da nicht sehr viel weiter vorfahren, denn sonst kommt gleich von genau da oben Schüsse. Oh oh. Oh. Ja, ich habe den zweiten nicht gesehen. Der kam nämlich von vorne und nicht von da. Verdammt. Ja. Angst. Deswegen da nicht zu weit vorfahren. Wie gesagt, die Stelle ist ein Haus, wo man gut hinterstehen kann, wo, wenn was kommt, man sich hinter dieses Haus zurückziehen kann. Das, was sehr praktisch ist. Ja, ich wollte jetzt noch hier rechts neben das Haus fahren, aber das war leider nicht mehr möglich. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es genau bei dir da aussieht, aber ich wäre an der Stelle da mit dem Panzer nicht ganz so weit vorgefahren. Ja, ich bin halt bin so gut, dass ich mich auch ab und zu mal abschießen lassen muss. Ja. Sonst denken die Leute nämlich, was ist denn hier los, der cheatet doch. Natürlich. Bei dir steht das Rot der Statistik für super und nicht wie bei allen anderen für Tomate. Richtig. Das Schöne ist, die Panzer selbst Lafette möchte da gerne den Scout übernehmen, da kann ich weiter hinten stehen bleiben. Ich suche euch gerade. Ah, du kannst einfach STRG drücken und auf unseren Namen klicken. Hui. Aha. Ich klicke immer lieber, dann sehe ich mal, was die Leute so machen. Aber es scheint momentan noch recht ruhig zu sein. Und Drake, ich glaube, man würde von vorne dein Hex sehen. Aber gut, okay. Da ist die KV1, komme ich da irgendwie dran? Nein. Kriegst du den ins Visier? Nee, oder? Nee, da ist ein Häuschen hinter. Aber den T49 kriege ich. Sehr schön. Nein, ich dachte, ich könnte schon wieder einen Kill abstauben. Mist. Lad nach. Jetzt ist er weg. Jetzt hat er die Panzer, selbst dann fette dann aber auch wieder erwischt. Das heißt, ich bin der Nächste, der sich opfert, um zu scouten. Ich glaube, ich krieg voll viele Punkte heute. Aha. Ja, ich auch. Ein M6. Hallo M4.
Oder im 4? Ich habe schnell die Zahl nicht erkannt. M4. Aber das war auch nicht deiner. Ja, zu schnell bewegt. Nee, das war die Stuck. Ich habe schon richtig viel. Ach nee, ich habe schon 82 Schaden. Da, guck mal. Hol dir den T49. Hol ihn dir. Mist. Ist mein Nachfolgepanzer, da bin ich eher vorsichtig. Ich nehme hier jetzt erstmal was als Deckung. Große Panzerlafetten haben auch Vorteile. Es hat auch den Vorteil, euch zu beobachten, weil erstens, man würde jetzt meinen, ich könnte vielleicht was lernen. Nee, darum geht es mir aber gar nicht, aber ich kann einen Schluck Kaffee trinken. Oh Mann, ich schieße oder Plastik denkt mich, ja, ich habe hier nachdem wir doch wieder werden reingesteckt. Sie ist so nervig. Oh, ein Hetzer. Ich glaube, die Zahlen müssen in Gelb dastehen. Ja. Dann ist es. Ich habe halt nicht auf die Zahlen geachtet, sondern nur darauf, dass er geplatzt ist. Ich habe gedacht, ja, er ist tot und ich habe mein Schuss ist gerade eingeschlagen, also war das ja auch wohl ich. Naja. KV1 ist verschwunden. Ja, ja, ich nehme lieber erstmal den T14. Ich komme nicht hin. Er kriegt aber gerade auch ordentlich auf die Schniss. Ja, und deswegen setzt er zurück und deswegen sehe ich ihn jetzt wieder. Und hat immerhin schon mal Schaden gemacht. Ja. Und da ist. Ach, ich sehe den gesamten Schaden, ja. Also auch wenn ich auf Drag bin und du drauf schießt, dann war es gelb gerade. Das war gut. Ja. Good to know. Wir verwenden da mittlerweile Mods, damit man die Sachen sogar noch in verschiedenen Farben sieht. Aber der hat mich jetzt erwischt, wenig überrascht. Der PZ3 da oben ist down, okay. Panzer 3-4, okay. Ja. Da hat sich jetzt die Arti, glaube ich. Nee, komm, den kriegst du, Drag. Oh. Wow. Hinter dir, Drag. Hinter dir. Oh, auf der Schiene. Deswegen ich auch nach hinten. Es hat jetzt gerade alles auf mich geschossen. Sebi, merkt dir eins. Wenn du Drags etwas sagst, dann setzt er das nicht in der Form um, wie du es dir gesagt hast. Sondern wenn du sagst, hinter dir, dann bleibt er stehen, dreht um und fährt zurück. Du musst in dem Moment sagen, fahr nach vorne, damit er vor dem, was hinter ihm ist, wegkommt. Okay. Sonst funktioniert das nicht. Den Fehler habe ich auch schon gemacht und dann ist er auch nur hellgroß geplatzt. Du weißt doch, alter Mann. Entschuldige. Ja. Aber ich würde sagen, jetzt können wir doch mal Dreier auspacken, denn das Match wird wohl noch einen Tacken dauern. Ja, das können wir durchaus machen, dann gehen wir wohl ab in die Garage. Le Garage. Aber ich denke, das werden wir auch nicht gewinnen. Ich bin mir sicher, dass wir das nicht gewinnen. So, als Dreier hätte ich anzubieten, einen T15. Ich mag den wirklich. Ja, nimm ihn. So, gibt freie Erfahrung und so, ne? Ich schmeiß mal meine ganzen Programme raus, dass meine FPS-Zahl vielleicht wieder anwächst. Wenn du viel von der Erfahrung nutzen willst, musst du halt auch Gold dafür bezahlen. Ja, ist richtig. So, ich wäre dann soweit, die Herren. Ja, ich habe auch, könnte natürlich auch durchaus einen PZ3 nehmen. PZ3? An den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Der Panzerkampfwagen 3, Ausführung A. Schlechter Wagen. Ganz schlechter weiß Wagen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bin ich nie gefahren. Das war meine erste Linie, die ich durchgegangen bin und wo ich mich dann so geärgert habe, weil alle gesagt haben, wie hast du es geschafft, damit überhaupt zu spielen? Das hat nichts mit Wollen zu tun. Ist das nicht sogar die... Der Sexton 2, ist das nicht die Premium-Arti? Nein, ich habe keine Premium-Arti. Stimmt, das war dann die Nummer 3. Aber das ist mein Match, was viel lustiger werden dürfte. Ja, vor allem als Arti. Auf der Stufe macht Arti nie Spaß. Auf der Map noch zweimal gleich weniger. Ach jetzt komm, die Map ist offen, da kannst du schießen. Ich bin jetzt von einem schweren auf einen leichten gewechselt, ob das so gut ist? Ja. Wir sind bei Stufe 3. Ja, vorhin bist du schwer geplatzt, jetzt wirst du leicht platzen. Ah. Was schön ist, ich sitze jetzt in meinem Lokuspanzer, das wird spaßig. Jo. Der Lokus. Mach dir nicht ins Hemd. Das ist der Lokus für, genau. Ja. Das sind schon wieder so komische Spuren in unserem Panzer. Was haben sie da schon wieder gemacht? Das hat sich jetzt mit Locus komisch angehört. Ja, genau, darum ging es ja auch gerade. Das war sicherlich nicht als melodische Musik oder so gedacht. Das sollte schon ein bisschen komisch klingen. Ich folge einfach mal dem Doc. Oh. Ja, aber bleib dabei bitte am Leben. Ich mache hier nicht unbedingt nur schlaue Dinge. Kannst du den Panzer eigentlich auch blau anmalen? Bei Amis und Japanern glaube ich ja. Da ist gerade was vor mir geplatzt. Das ist nicht schön. Bleib stehen. Das heißt stehen bleiben, habe ich gesagt. Noch einmal. Das war nicht so gut.
Ich kratze sie nicht an von der Position, aus der ich gerade stehe. Auf was schießt du? T-18, da wirst du auch schwer durchkommen. Der ist von vorne gut gepanzert. Kann man jemanden mit dem T-46 spielen? Nee, der Doc fährt gleich weg. Das ist die, dass der mich jetzt gleich kriegt. Ja, der Doc wurde auch von dem T-18 erwischt. Das hatte ich mir auch ein bisschen anders geplant. Schade. Ich wollte auf jeden Fall nicht unbedingt mich mit dem anlegen, wenn der direkt hinter mir ist. Da wäre nichts draus geworden. So, was warst du jetzt? Da hat's mich rausgejagt, aber das Blöde war, ich wurde von drei Seiten angegriffen. Ah. Du solltest dich auch nicht mit einem T-18 anlegen. Ich habe mich nicht mit dem T-18 angelegt. Ich habe den T-18 schön da stehen lassen, wo er war. Der konnte mich von hier aus nicht treffen. Aber da kam Panzerwagen 2 um die Ecke und zusätzlich noch hier von drüben. Wie heißt der? Keine Ahnung, ist weg. Unser Team sorgt auf jeden Fall schon wieder dafür, dass wir gewinnen. Okay, das meinst du wieder ironisch, ne? Das Schöne ist, man merkt es diesmal sogar in der Statistik. Die Statistik gab uns nur eine 16% Siegeschance. Und wir haben sie erfolgreich nicht umgesetzt. Das Witzige wäre ja, bei so einer geringen Chance wäre es grundsätzlich gut, wenn man dann... Juhu, ich bin auch tot! Nee, das ist ja nichts von Wargaming bestellt, sondern das einfach XVM berechnet. Ich gehe in die Garage, das ist ja... Ja, wenn du auch bist, können wir wieder raus. Ja, wir haben halt einige gute Spieler gegen uns und meine Aktion am Anfang da zur Seite abzubiegen war nicht die ganz intelligenteste, da habe ich viel Schaden gefressen. Aber wir können die Vierer wieder fahren. Hier, zum Beispiel. Da habe ich auch gerade bestimmt dicke Punkte eingeheimst mit dem Durchbruchswagen 2. Ja, 84. Mehr als in der Runde davor. Ja, genau. Ich steigere mich langsam. Drag hat weniger bekommen. Ich habe weniger bekommen, genau. Ich habe mich noch blöder angestellt. Drag, wählen Sie einen Panzer aus und ab da. Hat er bereit. Bereit. Also wenn es jetzt so weitergeht, brauche ich noch 4000 Matches, bis ich zur KV1 komme. Und mir fehlen nur noch 3000 Punkte. Du musst dann einfach mal Schaden machen. Ich habe einen Schaden. Ja, du musst ihn noch machen. Schlimm ist, dass ich 13.000 Punkte brauche. Das ist eigentlich viel, viel fataler daran. Lok, wohin? Auf welcher Seite sind wir? Auf der hier. Rechten. Gut, ihr beiden fahrt ungefähr auf A6, A5 ungefähr, würde ich sagen. Ich stelle mich hinten hin zum Snipern, um euch da zu unterstützen. Und werde gut dann hinterherkommen. Tun wir. A6, A5? Ist aber ganz schön weit oben. A5, A6, ja. Da kann man sich recht gut hinstellen, von dort aus aufhalten. So hinter dem Berg oder davor? Oben um den Berg rum und dann ist da ein kleines Plateau und da muss man sich da ein bisschen geschickt platzieren. Gut. Bin dabei. Also auf Deutsch, das Gegenteil, was jetzt ich mache, soll jemand tun. Du bist frontal ins Wasser, um dich zu ertränken? Nein, aber geschickt hinstellen meine ich jetzt. So. Aber, das kann ich mir hinterher bei dir angucken, um das zu beurteilen. Ihr wisst schon, dass ich ungefähr ein halbes Jahr brauche bis zu A5, A6. Du kannst dich auch auf C7 stellen, aber das finde ich persönlich nicht so die schöne Position. So, du bist doch sau schnell. Das bin ich hinter dir, nicht er. Da steht aber Sebi-Crew dort. Oder Sebi, fahr mal unten rum unter dem Hügel her. Das dürfte ein bisschen schneller gehen als oben rum und das dürfte auch keine Probleme machen. Aber ich muss gerade hier, mir ist einfach einer, Protein C ist mir einfach quer gekommen hier. Aha. Und den hätte ich einfach überrollt. Das wäre auch nicht so günstig gewesen. Ach, gerade ist ein Schlag über mir aufgeprallt, auch sehr nett. Wahrscheinlich eher daher, dass irgendwelche Idioten schon schießen, wo da nichts zu sehen ist. Oder daher, dass wir irgendwelche Mauern kaputt fahren. Das macht man hier oben auch gerne mal. Ich darf mal von hinten keiner kommen. Drake, jetzt nicht weiter vorrücken. Das weiß ich. BT7, zeig dich ruhig nochmal. Ah, super, der kommt aber von hinten. Scheiße, der Marder auch. Hilfe! Nee, der kommt nicht von hinten, der kommt von vorne. Genau da musstest du hingucken. Ich werde da auch mal zu euch aufschließen, denn ich erwische von hier aus nicht so viel. Hopp, 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 hopp. Im Zweifelsfall, wenn es zu viel wird, zurückziehen. Du hast da Dragger, hast da Sevi als Schutzschild. Ja, genau. Wo standest du denn? Ja, bei den Büschen vorne. Da wo ich da bin. Ah, so war, du standst ziemlich weit vorne. Ich wäre wahrscheinlich ein Stück weiter hinten geblieben. Ja. Du wärst vorne am Wasser gestanden. Ja, nicht mit diesem Panzer. Oder auch nicht mit deinem Panzer. Aber wenigstens habe ich einen schönen runtergebürstet. Sag wenigstens Danke. Auf 2%, ja. Bitte. Ist nicht schlecht. Den Marder 38T. Sie? Ja. Aber dass da noch vier Panzer rumstanden... Da brauchst du nicht hingucken. Die werden, außer sie sind selten dämlich, werden sie da nicht rüberkommen. Wenn doch, werden sie auch von hinten beschossen. Also ich wäre tödlich, dahin zu fahren. Auf jeden Fall müsst ihr aufpassen. Da hinten sind es noch drei Panzer.
Ja, der hat mich erschossen, den kann, könnt ihr vernichten. Gute Arbeit. Ich schau mal von meiner Sicht noch ein wenig drauf, geh noch ein wenig nach oben. So schaut es aus, wenn die zwei da nicht den Panzer treffen. Ah, Stock hat getroffen. Sebi hat getroffen. Yes! Sebi hat ihn zerstört. Danke! Und du schießt hier noch ein LTP auf mich, was sehr verwirrend ist. Was, der schießt denn ein LTP auf dich? Ja, ein LTP schießt noch auf mich. Ja, da kaufen noch ein paar rum. Wie gesagt, ja, aber das waren nicht die auf mich geschossen haben. Ja, das ist DW2, Marder 38T, BT7 und T28 haben auf mich geschossen. Naja, die sind da vorne zum Teil ja auch noch. Aber der LTP ist halt auch irgendwo noch versteckt. Sind da beschäftigt. Dumm. So, schauen wir uns die Panzer wegen von näher an. Ich überlege gerade, ob ich noch ein Stück vorrücke oder nicht, hinter das Haus da. Ich habe Angst, dass ich von drüben angeschossen werde. Von drüben brauchst du wenig Angst haben, die werden nicht über diese Klippe kommen. Momentan hat unser Team schon einen Gewinn. Wir könnten uns prinzipiell hinstellen und die durchdrücken. Wir haben noch ein LTP hinter uns und du hast eine gute Frontpanzerung, soweit ich weiß. Ja. Könnte man also probieren. Da musst du aber so, dann fahre ich. Dann fahren wir mal mit dem DW2 mit. Rechts an der Kante halten, dass du die Böschung. Komm noch ein bisschen weiter rüber. Dann hast du so ein bisschen Gefälle dazwischen und da ist auch schon ein Gegner aufgegangen. Oh, von links. Die Dinger sagen Feuerlöscher. Immer noch Feuerlöscher. Ja, ich versuch's gerade. 6. Ist normalerweise die Standardtaste dafür. Ja. Er hat jetzt noch 12 Punkte. Wow. Und du sagst dann immer zu mir. Schön wieder zurück. Doc, und du sagst immer zu mir, ich brauch lang. Du brauchst ja auch lange. Sebi hat einfach nur noch länger gebraucht. Ich habe nur lange gebraucht, weil ich gar nicht mehr wusste, wo ich den hingelegt hatte. Das sieht man unten an der Kante. Ja, daran habe ich mich ja orientiert. So, aber da kann ich nichts mehr sein. Der T28 wird mir auch schon nicht mehr angezeigt. Der Konvenant, der kommt gerade auf euch zu. Ja, da ist genug dazwischen, dass ich mir um den keine Sorgen machen muss. Ja, der poppt immer noch wieder auf und leistet sich da ein paar Kämpfe. BT7. 2 Stück. Ja, und wenn er durchkommt, steht da hinten Marder, der sich darüber freuen würde, wenn er die BT7 wegmacht. Ja. Bringt es eigentlich was, wenn meine Kette orange ist, jetzt die Reparatur zu machen? Nein, Kette verlangsamt dich nicht. Beim Motor schon. Ist es der Fall, beim Kette nicht. Der Motor ist aber auch am Popo. Da lohnt es sich auch. 5 jo. Und dann die... Dann fahren wir jetzt mit dem LCP mit. Ja, okay. Also der Konvenanter hat schon mal der hat beide zerstört, beide PT7. Ja, da ist genug, da mache ich mir nicht Sorgen. Es steht momentan gut für unser Team, das dürfte eine Runde sein, die wir mal gewinnen. Bist du übers Wasser gefahren? Ja, das ist der Jesuswagen. Neben der Brücke lang, fahr nicht zu weit hinten übers Wasser, fahr lieber näher an die Brücke ran. Okay, ich sehe von vorne aber was kommen. Ja, der ist mittlerweile sogar aufgewacht. Ich hätte den eigentlich für AFK gehalten. Ich habe Tatsache kurzzeitig ein Tauchgefühl gehabt hier. Shit, das wird nicht gut. Dann habe ich noch einen mitgenommen. Ich hätte echt gedacht, dass der AFK ist, so wie er darum steht. Der Mini-Ding, da kommt hoffentlich zu, Sebi. Und dein Amorek ist getroffen, das solltest du, wenn du kannst, reparieren. Yes. Es sah aber auch so aus, als würde er sich ertränken wollen. Du hast dein Repair-Kit jetzt schon verbraucht, oder? Ja, habe ich. Die Gegner sind bei... beziehungsweise der Gegner ist bei G2. Das heißt, wenn du schaffst, den vorher aufzudecken und auf ihn zu schießen, dürftest du einen Vorteil haben. Ich glaube nicht, dass das ein guter Spieler ist. So, dann gehe ich mal zu Su-85, weil der spielt jetzt gleich mit der Mathilda rum. Da ist noch ein zweiter, ja. Ich guck Sebi weiter zu. Ich schaue wegen Action an. Jetzt was heißt, schießt ja auch schon. Was heißt da Action? Muss aber wegtreffen. Ja, der vor dir, ziemlich direkt vor dir geradeaus, ist ein kleiner Busch, da steht der Medium 2 drin. Oder M2 Medium, wie auch immer. Das ist das letzte Auto. Genau. Also ich bin mit der Runde auf jeden Fall zufrieden. Der letzte Tod war ein bisschen ärgerlich, weil ich habe echt gedacht, der ist AFK und ich kann da ranfahren und mir die Arti holen und dann... Boah, Kette durch. Ja. Der schießt mich noch ab. Ja. Ich sehe ihn nicht mehr. Hätte es einfach so in den Busch reinhalten können.
Ich habe keine Ahnung, was die treiben. Der steht einfach weiter am Spawn. Also der andere, der M2 Medium, scheint einfach da zu stehen und auf alles zu warten, was auf ihn kommt, oder das beschießen zu wollen, weil er keine Lust hat, rauszufahren. Und irgendwie ist halt AFK. Und kriegt dafür auch noch 2 Kills, weil wir irgendwann zu ihm hingekommen sind. So, dann fahren wir. Du musst das nicht spammen. Die Leute haben das, glaube ich, mitbekommen. Ein Dribble Kill. Komm. Gleich halt genau deswegen habe ich die Sounds bei mir wieder raus. Nein, wir hören keinen Ultra Kill. Er hat seinen dritten. Ja. Ist eigentlich ein Witz, dass der damit durchkommt, obwohl er sein Team vorne aufrauchen lässt und dann einfach die Kills hinten durchkassiert. Das war's. Von der Seite gekillt worden. Ja. Wen erwischt? Mathilda? Nee, LTP, glaube ich. Oh, sehr nett. 1214. Was? 926. Ich würde auch sagen, wir haben damit das passende Ende. Juhu, ich bin wieder der Schlechteste. Wie immer. Ja, und damit sage ich dann mal bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann. Tschüss.